Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eine alternative Tonspur? Ihr kriegt eine alternative Tonspur. Los geht's. Video protected. Der Fahrer vor mir fuhr schon auf der Landstraße recht langsam und nun im Ort geht's auch noch so weiter. Er kann seine Spur nicht halten, schwankt von rechts nach links, wie ein Lämmerschwanz wackelt er über die Straße. Wenn da jetzt einer entgegenkommt, dann knallt das doch, wenn der so weitermacht. Ich habe ja wirklich vollstes Verständnis für alte Menschen und Fahranfänger. Nicht jeder reist tausende von Kilometern im Jahr ab und hat die Routine. Aber wenn man dann andere gefährdet, dann finde ich das wirklich schlimm. Ei, der Daus war das eng am Bordstein. So richtig kennt er sein Auto nicht, oder? Oh, war das eng. Hast du das gesehen? Das ist eine Art von Fahrer, wo ich wirklich froh bin, wenn der nicht dahin fährt, wo ich hinfahren muss. Yay, das erste Video, was nicht von mir ist. Und es ist gleich ein echt enges. Bundeskanzler Scholz hatte sich zuletzt. Sag mir, was du siehst. Ja, nichts sieht der. Woher denn auch? Wieder einer, der keine Zeit hat. Er könnte ja irgendwas verpassen. Es ist unglaublich. Wie kann ich hier überholen, mein Leben riskieren und auch noch das Leben der anderen? Das geht doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist das die Hitz heute? Noch ein bisschen üben an der Autobahn. Eieiei, ganz viele Fußgänger unterwegs, da wird doch nicht gleich. Mädel, kannst du noch nicht das Auto springen? Jo, ich bin wieder fit. Engstellen scheinen für manche ja ein Buch mit 7 Siegeln zu sein. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Wenn ich ausweichen muss und Gegenverkehr kommt, dann muss ich warten, so wie Jabba das hier tut. Man sollte doch meinen, dass gerade Berufskraftfahrer das wissen, oder? Aber nein, auch hier wieder Zeitdruck und Eile und dann riskiert man lieber einen Blechschaden, als dass man 2 Sekunden wartet. Prima. Ach ja, das Landleben, die tolle Luft nach dem Odeln und die vielen dicken Traktoren zur Erntezeit, an denen man irgendwie vorbei muss. Ich bin ja froh, dass andere noch mehr Angst vor den Dingern haben als ich. Lass die Wiese leben. Hey Jabba, was hast du denn da gefunden? Sollte das Ding nicht am Himmel fliegen? Da fährt doch jemand echt sein Flugzeug spazieren. Da ist ein ganzes Flugzeug drauf. Und da trifft sie mich, die Sache mit dem nur so schnell fahren, dass man jederzeit anhalten kann. Ist das eng, verdammt. Da war ich wohl doch ein Ticken zu schnell. Aber damit rechnet doch keiner. Und warum parkt der Typ da? Ist das Datenschutz? Ist das Stromsparen? Oder was hindert den daran, sein Licht anzumachen? Es ist der Fluch und der Segen der Elektronik. Wehe, sie ist falsch eingestellt. Tja, da brauchst du erst mal die Leute, wo das auch studieren. Ey, komm, mach dein Licht an. Ich sehe ihn, er ist direkt vor mir. Okay, eine rote Ampel, ich komme nicht weiter, ich lass die mal rein. So, meine Ampel ist grün, ich würde dann ganz gern weiterfahren. Hallo, hey, ha, hallo? Mann, da überlegt man sich doch das nächste Mal dreimal, ob man wieder jemanden reinlässt bei solchen Leuten. Video protected. Also, rechts vor links. Und hier habe ich jetzt wirklich auch ein paar Mal geschaut, ob da wirklich kein Schild steht. Finde ich sehr unübersichtlich, aber tatsächlich kein Schild. Das bedeutet tatsächlich rechts vor links. Der hätte warten müssen. Stark, dass du das da bremst hast, ey. Bei anderen hätte es da geknallt. Rechts vor links.
Und hier hat mein Mann mal auf die Dashcam gehauen. Und ich habe gar nicht kapiert, was hier eigentlich los war, bis ich es dann zu Hause gesehen habe. Da schau, der biegt auf der falschen Seite ab und fährt in den Gegenverkehr. Sieht fast aus wie Absicht, wa? Apropos seltsam, mit einer vollbeladenen Familienkutsche unterwegs und dann fängt man natürlich einen schleichenden, langsamen Roller ein und hat keine Chance vorbeizukommen. Und nun? Wenn man was sehen kann, man wenn jetzt hier losfährt, weiter bis nach Fürth fährt, braucht er noch 4 Stunden. Der die letzten Stunden durch die Gegend gestreut hat. Was macht er denn? Fährt er auf die Gegenspur als Geisterroller und lässt uns vorbei? Nett, aber seltsam. Weil der ist als Geisterfahrer unterwegs vor der Roller. Na toll, eine Baustelle. Im Straßenverlauf. Und natürlich kommt da einer, Mann. Ja, ich fahr zurück, kein Problem. Ja, das Hindernis ist auf meiner Seite, keine Frage, aber man hat den wirklich nicht kommen sehen von da hinten. Na, hoffentlich habe ich jetzt mehr Glück, dass nicht gleich wieder einer kommt und ich zurückfahren muss. Na, zum Glück vorbei. Oh Mann, und wieder 2 Ungeduldige, die keine Zeit haben zu warten, bis man wirklich sicher überholen kann. Das ist doch eine Art Volkssport geworden, ständig irgendwas zu überholen, egal ob es geht oder nicht. Und hier haben sich gleich 2 gefunden. Der vordere versucht's jetzt auch, aber da kommt doch was. Zum Glück waren sie schlau genug, das Überholmanöver abzubrechen. Mensch, das hätte sauber geknallt. Ich glaube, der Erste hat keine Lust mehr auf Überholen. Dem Zweiten ist es wurscht, der probiert es gleich nochmal. Abendliche Stunden, ein schreiendes Baby, endlich mal wieder. Ein Auto von rechts, das man nicht abschätzen kann, ob es fährt. Ein breiter Traktor, noch einer, der zu weit auf die Straße fährt, wo man ausweichen muss. Es gibt Tage, da läuft es einfach. Und dann noch das. Mensch, ein dicker Traktor vor mir. Mist. Aber dieser Traktor macht gleich die Spur dicht. Lässt mich nicht vorbei. Keine Chance. Der fährt so mittig, da kann man einfach nicht überholen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überholt hätte, selbst wenn er nicht so gefahren wäre, wie er das tut. Weil es ist eng und ich habe meine Familie im Auto. Das ist mir eigentlich zu riskant. Hättet ihr es versucht, an dem Ding vorbeizukommen? Selbst wenn der ein bisschen weiter rüber gefahren wäre? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Video protected. So, das ist nun das Ende von Folge 3 mit alternativer Tonspur. Welche war besser? Tobt euch gerne in den Kommentaren aus. Ach ja, und außerdem brauche ich dringend eure Videos. Schickt sie mir, los! Wie das geht? Steht doch in der Videobeschreibung und der Kanalinfo und auf meiner Website. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann wäre das nun der perfekte Zeitpunkt dafür. Das hast du dir gemerkt, der Nicht-Geburtstag? Ja. Sehr schön. Ich kann ja natürlich länger feiern. Und ja, dem Baby geht es wirklich gut. Hier werden wir erlöst, der Traktor biegt ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Skibidi top top top, yes yes. Skibidi top, nip nip.